Wir sind da. Hier seid ihr in Sicherheit. Netter Ort. Und euer Widerstand ist wo? In Arbeit, größtenteils. Dieser Ort ist das Hauptquartier, keine Baracke. Jeder im Morast ist ein Sklave. Gibt es hier Waffen? Wir bereiten uns vor. Die Kisten dort sind voll mit Waffen, die wir seit der Gründung des Hauptquartiers gesammelt haben. Einige sind geklaut. Aber wir wollen nicht, dass die Orkwächter hier herumschnüffeln. Die meisten haben wir durch das Gold von Bariben. Gibt es einen Schwarzmarkt? Das wäre zu einfach. Nein. Das Imperium besitzt die volle Kontrolle im Morast und nutzt diese gut. Täglich werden Brüder hingerichtet, zu Tode geprügelt oder zum Sterben in die Reihe geschickt. Der Hauptmeister hat hier das Kommando. Obwohl er eine Grünhaut ist, ist er schlimmer als die Quarsan, wie du gesehen hast. Er bekommt die Waffen von den Imperialen, damit er uns kontrollieren kann. Ich sorge dafür, dass hin und wieder etwas bei den Lieferungen kaputt geht. Und das lagern wir hier. Ein Orkwächter zu sein, ist eine gute Tarnung. Und Bariman? Was will er von mir? Ich kann hier nicht ewig bleiben. Ich suche nach einer Magierin namens Arkens. Deine Mission ist wichtig, ich weiß, Arkai. Aber glaube mir, dass du Bariman brauchst. Ich sage ihm, dass ihr angekommen seid. Er wird ein paar Stunden brauchen. Also macht es euch gemütlich. Du machst dieses typische Gesicht arg. Ich meine, schlimmer als sonst. Ach komm, ich hatte keine andere Wahl. Und du wärst nie auf die Idee gekommen, dich selbst gefangen nehmen zu lassen. Ich musste dich irgendwie rüberbringen, Kumpel. Ich sage mir immer, dass niemand dich mehr anwidert. Und dann belehrt er mich eines Besseren. Gut, ich treib's nicht auf die Spitze. Ich lass dich allein, wenn du mich nicht ertragen kannst. Verdammt, sie soll mich bezahlen und ich kann hier raus. Ich meinte nicht dich, Rakash. Du hast heute wie ein Ork gekämpft. Ich meinte meinen Vater, Marlok. Er ist hier, im Morast. Und wegen ihm bin ich in der Reihe gelandet. Was ist mit dem alten Mann los? Wie ist es dazu gekommen? Er hat die Rotatem verraten und verkaufte seinen Stamm an das Imperium. Wirklich? Verkauft? Den ganzen Stamm? Wir waren umstellt, belagert. Und als wir mit Stolz sterben wollten, sagte er, wir sollen unsere Waffen niederlegen. Er war der Stammesführer. Wir hatten keine Wahl. Mussten tun, was er sagt. Du meinst, er hat ein Massaker verhindert. Das war die beste Lösung. Denkst du nicht auch? Du kapierst es nicht. Ein Ork steht aufrecht. Die Soldaten haben uns bezwungen. Gedemütigt und unsere Waffen zerbrochen. Okay, okay. Und nun küsst dein Vater den Hintern vom Archivar, wenn ich recht habe. Ich sehe das Problem. Ich will seinen Tod, will in seine Augen sehen, wenn er stirbt. Langsam. Ist ziemlich übel. Aber wir sitzen hier bereits in tiefem Dreck. Du musst dich auf die Mission konzentrieren, wenn du sie erfolgreich beenden willst. Richtig? Keine Sorge, Rakash. Du brauchst den Imperator nicht umlegen. Bald kannst du hier weg und dein Geld in einer Taverne ausgeben. Ich hoffe doch.
Wir sollten deinen Freund Adek aufsuchen, um mehr zu erfahren. Mir wird langsam langweilig. Redet nicht viel. Wie sieht es mit den beiden Burschen aus? Adek. Ich habe die Nachricht überbracht. Barimen ist auf dem Weg. Er kommt so schnell wie möglich. Arkay, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber deine Popularität tut uns nicht gut. Wovon sprichst du? Ein Aufstand. Die Arbeiter verlangen, dich zu sehen. Dein Sieg hat sie zusammengeschweißt und sie beginnen, die Orkwächter zu provozieren. Es gibt bereits Tote und es wird schlimmer. Und dass ich die Dinge beruhige. Ich bin nicht wirklich die richtige Person dafür. Bitte zeig dich einfach, Arkay. Die Jungs haben nichts mehr zu verlieren. Sie werden bis zum Tode kämpfen, deinen Namen rufend. Wenn du glaubst, dass wir es vertuschen können, okay. Es ist nicht die Zeit, Dreck aufzuwühlen. Ich bin sicher. Folgt mir. Ich halt's hier nicht aus. Ich koche. Hör auf zu jammern und geh. Wir sind bald da. Warte, was ist das? Ich dachte, deine Brüder haben rebelliert. Nur eine Handvoll. Versteckt in einer Gasse. Für die anderen offensichtlich kein Entkommen. Und was machen wir mit der imperialen Wache? Kein Quartier. Thank you.
Ohne mich hat Ark keine Chance. Ich sollte es mit Wasser treiben. Imperialen Wächter, die tun mir gerade so, als wären sie Musterschüler. Falschen bekommen. Schwachköpfe, ohne mich werdet ihr tot. Beruhigt euch und geht auseinander. Ein Meister wird kommen. Sein Name ist Adek. Ihr folgt ihm und tut, was er sagt.
Aber Arkay, mit dir kann der Morast befreit werden. Wir sind... bereit. Still, ihr denkt nicht nach. Tut, was dieser Meister sagt. Ich traue ihm. Fang nicht an, uns wie sie zu behandeln. Wir können nicht mehr. Oh ja? Und was wollt ihr? Den Morast mit 5 Veteranen befreien? Wenn ihr von Nutzen sein wollt, hört auf mich und folgt Alec. Wir sehen uns später. Versprochen. Gut. Steh hier rum. So wirkt dieses Durcheinander wie ein Unfall. Wir treffen uns später an einem sicheren Ort. Du hast Wunder vollbracht. Zumindest hat es keiner bemerkt. Hast du mein Geld? Bin knapp bei Kasse. Zuerst Arkens. Deine Aufgabe ist nicht vorbei, Styx. Hier ist Arkay. Gibst uns Hoffnung, mein Freund. Gibt selten gute Nachrichten. Du kennst ihn? Ich habe ihn nie persönlich getroffen, aber er wollte, dass ich dich auf die andere Seite der Mauer bringe und dir den roten Teppich bis zum Imperator verlege. Ich befürchte, dass er hier ist, bedeutet, dass wir immer noch im Dreck sitzen. Du hast recht, Styx. Wir müssen ein paar radikale Entscheidungen treffen. Arkens ist zum Tode verurteilt. Wegen dieser Magierin bin ich zum verdammten Turm gekommen. Wo wird sie gefangen gehalten? Im Gefängnis der Inquisition am Boden des Turms. Hier passiert das, was jedem, der als Ketzer bezeichnet wird, zustößt. Sie wurde vor 3 Tagen verurteilt. Ich habe versucht, sie mit meinem Einfluss herauszuholen, aber ihr Status als Großmagier hat sie zum Ziel der Inquisition gemacht. Sie wird bald verbrannt. Sie wollen einen Großmagier verbrennen? Natürlich, unter falschem Vorwand. Die Magier sind beliebt und die Inquisition versucht, sie zu diskreditieren und ihren Orden auszulöschen. Arkens wurde beschuldigt, mit Ketzern zu sympathisieren. 4 unserer Männer haben bei dem Versuch, sie zu finden, ihr Leben verloren und so die Inquisition bestätigt. Die Fanatiker haben nur darauf gewartet. Ich verstehe die Wirkung der Magier. Aber warum brauchen wir Arkens, um den Imperator zu erreichen? Die Insel der Klagen ist von gefährlichen Riffen und Strömungen umgeben. Wir brauchen mehr als einen Navigator, um sie zu erreichen. Nur wenige Schwestern der Klagen sind dazu in der Lage. Und einige Großmagier. Arkens ist die letzte von ihnen. Ohne sie ist deine Mission am Ende. Es gibt keinen anderen Weg, den Imperator zu erreichen. Warum dieser ganze Ärger, um eine blöde Insel zu erreichen? Der Palast ist an der Spitze dieses Turms, richtig? Wir können uns in der Küche verstecken und ihn überraschen. Ich glaube, du weißt nicht, welche Art Widerstand dir auf dem Weg nach oben begegnet, Styx. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Ich befürchte, dass es zu spät ist, wenn er von der Insel der Klagen zurückkehrt. Warum? Es ist keine Vergnügungsreise. Sie ist neutral und nahezu unantastbar. Der Tempel auf der Insel der Klagen wurde zu einem speziellen Ort für diplomatische Treffen. Der Imperator geht dort nur aus einem Grund hin. Er trifft Gesandte der Elfen und Zwerge, um eine Allianz gegen die Südländer zu schaffen. Er versucht, die anderen Völker in seinen Kreuzzug gegen die Grünhäute einzubeziehen, um ihre...
ihren Widerstand vollständig niederzuschlagen. Ihr seid ein großartiges Volk. Viele respektieren euch und wollen Frieden. Wenn diese Allianz zustande kommt, habt ihr keine Chance. Oh, charmant. Und dein Weg führt wohin? In einen Wald außerhalb des Turms. Es wird uns einiges kosten, aber der Imperator hat unserer Kriegskasse viel gespendet. Ohne sein Wissen. Dieser Tunnel wird viele Leben retten, wenn die Zeit gekommen ist. So kommt ihr hier raus, wenn du Arkens geholt hast. Ich verstehe. Wir müssen uns beeilen. Aber überlegt. Du bist die letzte Chance, diesen Völkermord zu beenden, Arkai. Selbst wenn du ihre Zelle erreichst, werden sie den Alarm auslösen, sobald du in die Säule eintrittst. Der halbe Turm wird hinter dir her sein und alle Eingänge werden blockiert. Und was schlägst du vor? Eine Revolte. Wir werden den Morast erheben, um den Turm zu kontrollieren. Oder zumindest die Säule auf der gleichen Ebene wie der Morast, um die Imperialen von dir fernzuhalten. Ist schaffbar. Wir errichten eine Barrikade und halten sie, bis du Arkens hochgebracht hast. Danach kommst du hierher zurück und gehst durch die versteckte Passage. Scheint zu einfach. Sicher, dass ihr durchhaltet. Ich wünschte, wir könnten. Wir bereiten uns schon lange vor, aber die Wahrheit ist, dass wir noch nicht bereit sind. Greifen wir jetzt an, gibt es ein Massaker. Aber wir haben keine andere Wahl. Okay. Wie fangen wir? Wir müssen den Hauptmeister loswerden. Er ist auf der Seite des Imperiums und würde uns nie beitreten. Dieser Misthaufen will mich eh hängen sehen. Es wird mir eine unendliche Freude sein. Richtig, aber er wird beschützt, Arkai. Er hat Angst vor dir. Dein Sieg in der Reihe hat dich zum Helden aller Orks des Morasts gemacht. Er weiß, dass du ihn töten und seinen Platz einnehmen kannst. Niemand würde dich aufhalten. Und genau das ist unser Weg. Ab da werden dir deine Brüder in die Hölle folgen. Als nächstes, wie kommen wir in die Säule? Wir machen ein Loch. Wir müssen die Zugbrücke zum Turm runterlassen und hoffen, dass die Truppen in der Festung eingerostet sind. Und dann müssen wir durchhalten. Richtig. Es ist Zeit aufzubrechen. Ich muss meine Rolle dort oben spielen. Viel Glück. Arkai. Wir sehen uns. Ich hoffe. Wirklich. Oder einer von uns hat versagt und den Preis bezahlt. Ich versage nicht. Okay, ich denke, das ist ein hervorragender Punkt für einen Cut. Demnächst geht es an dieser Stelle weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.